Und damit herzlich willkommen zum letzten Teambuilding dieser GPL-Season. Und für mich auch, Spoiler, zum letzten Mal in Liga 1. Denn der gute Barzi, euer guter Barzi, hat's verkackt. Der Grund, warum letzte Woche kein Teambuilding kam, ist, dass im Teambuilding hat man Logo auch noch mit Speedboost gesehen. Und ich war durch den Kampf tatsächlich zu mad, um das Video so zu bearbeiten, dass er trotzdem gleich steht. Weil ich kann natürlich nicht Speedboost drin lassen, sonst einen Leute das schon. Und deswegen dachte ich, nee, komm, Teambuilding kannst du ausfahren lassen, das ist nicht schlimm. Heute machen wir wieder ein Teambuilding. Ich werde auch gleich nochmal alles genau kontrollieren. Ja, wir haben uns damit den Klassenerhalt verkackt. Wir können es nicht mehr auf regulärem Weg schaffen, in Liga 1 zu bleiben, außer Lukas verliert sein Match und begeht irgendwie einen Regelbruch, wodurch er 3 Punkte Abzug bekommt oder so, aber nee, das ist gelaufen. Wir sind damit nächste Season in Liga 2, das heißt, was sogar ganz cool ist, gut, es kommt natürlich ganz drauf an, wie die GPL nächste Season aussieht, aber ja, wir werden da Liga 2 spielen, beziehungsweise ich werde wieder um den Aufstieg kämpfen. Dort, es gibt Season 2 Flashbacks, guys, ne? Komm, ein bisschen freue ich mich da auch schon drüber tatsächlich. Vor allem, weil ich dann auch mal wieder gegen neue Leute spielen kann und nicht immer gegen die gleichen Leute ran muss. So, aber letzter Spieltag, wir spielen gegen Levis. Levis hat eigentlich nichts mehr, worum er spielen kann. Ich weiß gerade nicht, wie es in der Tabelle aussieht. Ich bin auch abgestiegen, allerdings ich möchte mich natürlich mit einem Sieg verabschieden. Und vor allem, ich habe ein Ziel. Levis Team ist unfassbar anfällig gegenüber Amoroso. Er hat Xerox rausgetan, wobei das werde ich gleich beim Teambuilding machen. Und ich möchte einfach, dass Amoroso das beste Enyumon wird. Es steht momentan killgleich mit Elevoltec von Laurus da und mit 9 Kills. Und ich möchte, dass da noch was dazukommt, am wenigstens Amoroso das beste GPL, das beste Enyumon in der Season war. Damit ich immerhin das ein habe. Ich bin so ein bisschen auch der Talent-Scout, was Pokémon angeht. Ich meine, Amoroso kommt schon da. Hat keiner mit gerechnet, dass das Ding vor allem Present so weghaut. Das hat einen echt guten Job gemacht. Necrozma, bestes Mon in meinem Team. Und ja. So, aber wir gucken uns erstmal Levis Team an. Levi. Ja, der aus Attack on Titan hat ein Boreos in der Inkarnationsform. Mega Simsalat, dafür hat er Mega Xerox. Manaphy, Tangulos, Skorgler, dafür hat er Krebutak. Ich denke, ein Rotomheat. Ein Dianzi, ein Kravums, ein Stalos, ein Nocturne und ein Calamanero. Was war da nochmal sein Enyumon? Ich weiß es gerade tatsächlich nicht. Was war nochmal sein Enyumon? Ist eine gute Frage. Ich weiß es tatsächlich gerade wirklich nicht mehr. Jedenfalls, ja. Er hat Mega Xerox rausgetan, was eine Prio hat mit Bullet Punch. Er hat Krebutak rausgenommen, was eine Prio hat, und hat dafür Skorgler und Mega Simsala reingetan. Zwei Mons, die ich tatsächlich mit Amoroso handeln kann, aber dann gucken wir erstmal die anderen Mons. Wir haben Aerodactyl dabei, der Unterkiefer, ich habe mal ein paar neue Namen. Und zwar mit Rocket, da einmal, wir werden uns gleich megan, er hat zwar potenziell viele Berry-Mons oder so, aber nichts, wo ich wirklich sage, da möchte ich mich unbedingt nicht megan gegen, deswegen kann ich da einfach tatsächlich so in die Mega gehen, und mit Rocket könnte er meinen, das ist zum Beispiel Zoroark und wechselt dann in Dianzi und dann kommt ein Nassschweif oder so. Deswegen ja. Wir haben Full Innate Investment, denn er hat Mega Simsala. Das ist das einzige Mal, dass ich tatsächlich das Ding Full Innate spielen muss. Denn entweder geht er auch Full Innate und macht damit einen Speed High, oder er Speed Creept auf Zoroark, wodurch er, glaube ich, nicht mal Investment bräuchte. Das heißt, er könnte natürlich Full KP spielen, allerdings mit Modest Wesen oder so, allerdings, ja, dann ist er definitiv langsamer als Aerodactyl. Ich weiß nicht, ob er das riskieren möchte, wenn ich potenziell einen Knirscher spielen könnte. Deswegen Full Init einfach nur für den Fall, dass er Full Init selbst spielt. Wir haben nämlich beide dann eine Base von 150 in der Megaform. Dazu kommt Aeroas, ist gut gegen Tangulos und ist ein ganz guter Step einfach noch, gegen Kravums oder gegen Nocturne zum Beispiel. Oder gegen Manaphy auch nochmal. Dann Ice Fang ist gut gegen Boreos, deswegen brauchen wir keine Gesteinsattacke. Natürlich gegen Skorgler ist es noch ganz gut. Oder auch nochmal gegen Tangulos, falls er dann vielleicht auswechselt, wenn ich da Aeroas klicke oder so. Allerdings, falls er auswechselt und in einer guten Range ist, habe ich auch noch Verfolgung hier drauf. Verfolgung ist ganz gut gegen Simsala. Es ist ganz gut, um irgendwas nochmal rauszunehmen, bevor es
Gerade er hat halt Regenerator mit zwei Mons und da möchte ich vielleicht schon Pursuit spielen, damit ich die einfach rausnehmen kann. Und zum Schluss noch Aquatail. Aquatail ist gut gegen Rotom. Deswegen, wie gesagt, brauche ich keine Gesteinsattacke. Gut gegen Stalos vor allem. Und deswegen Aquatail. Wie gesagt, Jollywesen, passt alles, der Unterkiefer. Ganz normal. So. Dann gehen wir zu Susanoo. Ich möchte nämlich die Rocks raus haben. So. Susanoo spielen wir mit genug Investment, um ein Skogler zu outspeeden, welches halt doch nochmal 8 in die Init hat, um Necrozma zu outspeeden oder so. Deswegen haben wir genug Speed Investment, um Skogler zu outspeeden. Den Rest outspeeden wir eh, den wir da brauchen. Dazu. Ich bin müde. Das ist nicht gut. Wir haben nur eine Viertelstunde meinen GPL-Kampf. Dazu haben wir Modest Wesen. Einfach um den größtmöglichen Schaden rauszuhauen. Und voll Spätangriffs-Investment. Und der Rest natürlich in die KP für den exzellenten Bulk, den der Crossman hat. Mit den Leftovers einfach um ein bisschen was zu heilen. Zum Beispiel gegen Diancie können wir da ganz gut unter Druck setzen. Das hier kann ich übrigens umändern. Ich spiele nämlich doch die Flash Cannon, weil ich mir dachte, nee, komm, das brauchen wir nicht. So, da spiele ich die Flash Cannon. Wir haben Psyshock als Step natürlich. Er hat mit Calamanero einen Mon, welches er reinholen könnte, aber ich glaube, ich rechne jetzt nicht mal. Vielleicht nimmt er Calamanero einfach mit, nur mal, weil es als letztes Mon ist und vielleicht spielt er dann Bizarro-Raum mit seinen langsamen Mons, das kann natürlich sein. Allerdings habe ich dann halt auch einen Vorteil mit Amoroso, weil das Ding ist langsam und ich habe halt auch ein Ditto, welches Scarf ist. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er das sogar macht, Bizarro-Raum. Wäre auf jeden Fall ganz interessante Taktik. Allerdings den Crossman ist dann auch nicht so schnell, wodurch es die anderen Sachen potenziell outspeedet und deswegen, ja. Wie gesagt, HP Ice gegen Skogler. Skogler ist so ein Mon, was eigentlich halt eine Crossman kaputt machen könnte. Deswegen haben wir da halt noch die HP Ice, um da genug Schaden drauf zu machen. Und Flash Cannon gegen Diancie. Es ist einfach das Beste. Diancie kann ein Problem werden, da ich wahrscheinlich mit dem Crossman leaden werde, um gleich die Rocks rauszuholen. Wenn er auch mit Diancie leadet, kann ich Flash Cannon klicken und normalerweise killt es, wenn er nicht gerade speziell defensiv ist. Wenn er speziell defensiv ist, killt es nicht. Aber ja, müssen wir gucken. Danach, falls er dann selbst die Rocks legt, kann ich die halt auch noch legen. Und deswegen, ich kann mir gut vorstellen, dass er auch straight damit leadet, um die Rocks eben zu legen. Und ich kann mir dann auch vorstellen, dass er vielleicht mit Barbiri-Beere drauf hat oder so, ja. Und dann halt noch die Rocks, um die Rocks selbst rauszukriegen, denn meine Taktik ist ja Amoroso, so. Dann kommen wir aber noch zu Ditto. Bei Ditto habe ich den Scarf drauf. Klar, wenn er jetzt Bizarro-Raum spielt, wäre es doof, aber wenn ich halt zum Beispiel Boreos kopiere und dann Scarf Boreos habe und ja, das ist halt schon ziemlich gut, oder sein Simsala einfach kopiere, dann hat er da so seine kleinen Problemchen mit. Und deswegen haben wir halt einfach ein Scarf Ditto, ignoriert das, das ist einfach nur verteilt, damit einer aus den Kommentaren zufrieden ist. Außer natürlich Full KP muss immer sein. Und der Rest passt hier auch gut. Kann man nochmal nachgucken, wir haben keine EVs mehr übrig, ein Modestwesen, wir haben keine EVs mehr übrig, ein Jollywesen. Sehr gut. Dann gehen wir weiter zu Zapdos, Gelbus Fligus. Ich kann mich potenziell gegen sowas wie Boreos, wenn er nicht gerade Z-Eissturm spielt, hochboosten mit Agilität. Beziehungsweise, falls sein Rotom mal Hitzekolle geklickt hat oder so. Oder gegen Tangolos kann ich mich halt mit Agilität hochboosten, wodurch ich halt plus 2 Init gehe. Wir outspeeden dann auch definitiv alles. Wir outspeeden dann bei mit diesem Zapdos auch ein Full Init, falls er Specs spielen sollte, Kravums. Das kann natürlich auch sein, das outspeeden wir dann definitiv, falls er Specs ist. Wenn er Scarf ist, outspeeden wir es halt nach der Agilität. Dann mit Donnerblitz als Stab, ist gut gegen Manaphy, macht auch ganz guten Schaden gegen Kravums, das macht gut gegen Nocturne oder gegen Calamanero. Dann Signal Beam ist gegen Simsala da oder auch gegen Tangolos, das heißt Signal Beam. Wobei Signal Beam merke ich gerade, ist ja auch gut gegen Calamanero, das one-shottet das Ding. Und dann noch die HP Water, nicht Eis, sondern Water, weil sonst habe ich, wenn ich Eis habe, habe ich nichts gegen Rotom, das möchte ich ungerne. Und HP Water macht, wenn es ein physisch defensives Gorgler ist, glaube ich trotzdem die Hälfte. Mit dem Live-Hop, weil wir auch modest sind, deswegen, ja, hier hatte ich übrigens auch ganz kurz vergessen, die KP-EVs drauf zu packen, die habe ich aber drauf. Und deswegen HP Water. Zapdos, mal gucken, ob Zapdos nochmal was macht. Dann, jetzt kommen wir nämlich zur Taktik. Gehen wir zu Prank Bro. So, warum ist Prank Bro female? Achso, weil die Prank Bros Bitches sind. Okay. Und zwar einmal haben wir den Sash hier drauf, um potenziell falls er die Rocks nicht rausbekommen sollte, wobei ich glaube, dass er da definitiv drauf geht, eine Attacke tanken zu können, um dann auf Memento zu gehen. Erstmal aber noch, wir haben Dark Pulse als bester Step natürlich, macht gegen alles souveränen Schaden, außer gegen sowas wie Diancie. Flammenwurf haben wir noch gegen Stalos, weil Stalos könnte
ein Problem werden, vielleicht so. Deswegen haben wir da nochmal Flammenwurf drauf. Trifft auch Tangolos zum Beispiel. Dann die HP Steel ist für Dianzi, weil ich weiß noch nicht genau, lead ich jetzt doch mit Zoroark und Tarnes oder lead ich direkt mit Susanoo und versuche dann, weil wenn er die Rocks rausbekommt, kriegt Zapdos Schaden, Aerodactyl kriegt Schaden und mein Sash auf Zoroark ist weg. Deswegen glaube ich halt wirklich, dass er mit Dianzi leadet. Und ja. Und dazu noch Memento. So, das Tolle ist nämlich, unser Amoroso macht sein ganzes Team kaputt. Das macht sein ganzes Team kaputt. Wir gehen nämlich mal zu Amoroso. Wir haben genug Investment. Diesmal habe ich das auch nicht verkackt. Wir haben genug Investment, um einen Mega-Simsalazor zu speeden. Scarfrotom kann ich nicht outspeeden. Merke ich, glaube ich, gerade. Ich müsste mal nachgucken, auf wie viel denn Rotom kommt. Moment, wir gehen mal ins Team. Wobei nicht da rein. Sondern wir gehen einfach mal kurz ins Team von Crowd. Gegen Crowd sind wir jetzt live drin. Wir deleten das mal ganz kurz. Ändern ein Pokémon. Nehmen Rotom. In der Heatform. Auf Level 50. Scheu. 151 kommt das Ding. So, wenn ich jetzt 151 rechne, 151 mal 1,5 ist 226. Wobei, muss ich auf 228 kommen mit Dings. Er kommt auf 226 max. Das heißt, ich müsste nochmal ein Dings draufpacken. Was ich nicht kann. Moment, kann ich gleich. So. So, jetzt kommen wir auf 226, stimmt, jetzt haben wir einen Speed-Tie, dann gehe ich nochmal eins runter, weil ich dann jetzt auf 228 komme. Das heißt, wir outspeeden danach auch ein Scarfrotom. So, jetzt habe ich es richtig gemacht. Und ja, so, mit dem Expertengurt, den brauchen wir nämlich für den nötigen Schaden. Und natürlich Hausbruch, Disco Boy und Hausbruch, Bombe. So, wir haben Surfer. Surfer killt bei plus 2 zu einer hohen Wahrscheinlichkeit einen Simsala. Es killt Rotom, es killt Yancy. Es killt Krabums, es killt Stalos. Eine Assault Vest, Nocturne können auch Probleme werden. Oder ein Calamanero, weiß ich auch nicht, wie das spielt. Vielleicht auch mit der Assault Vest. Das können noch ein Problem werden. Dann muss ich erstmal gucken, was das ist und das vielleicht andamagen. Dann Ice Beam trifft Boreos. Ice Beam trifft Tangulos. Ice Beam trifft Skogler. Und das ist schon ziemlich gut. Und wer bleibt jetzt noch übrig? Manaphy bleibt übrig. Und das war's. Die anderen Bonds treffe ich mit Wasser oder Ding Eis. Und deswegen mit einem Expert Belt, wenn es ein offensives Manaphy ist, kann ich mit einem Expert Belt mit einer HP Grass das Ding zu einer hohen Wahrscheinlichkeit rausnehmen. Und ja, der Disboy kann halt flexen, deswegen möchte ich die Rocks rausbekommen. So, das Problem ist nur, er hat auf jedem Pokémon Moves, die mich halt voll kaputt machen würden. Er hat auf Boreos einen Grass Knot, er hat auf Simsala einen Energieball, den hat er auch auf Manaphy. Tangulos ist ein Dingsmon, ein Pflanzenmon. Skogler hat Erdbeben, Rotom hat Elektroattacken, Dianzi kann Erdkräfte. Kravums ist noch so ein Mon, klar, es könnte einen Focus Blast haben oder so, oder auch einen Donnerblitz, aber wenn er sich lockt, und Kravums ist meistens eher gelockt, dann kann ich da vielleicht was machen. Stalos hat ein Erdbeben, da die Kampfattacken auf Calamanero und auf Nocturne, ja, die machen Probleme. Deswegen muss ich mit Zoroark Memento klicken gegen Mon. Dann geht es minus 2 und dann kann ich versuchen, mich mit Dings hochzuboosten. Wir haben auch Shell Armor nochmal. Ich brauche Weak Armor tatsächlich nicht. Deswegen habe ich Shell Armor, weil ich nicht gecritted werden möchte. Denn, ja, das ist jetzt die Question of the Day, die wir da noch haben, ob ich das dann auch so schaffen werde. Aber ja, das ist quasi unser Disco Boy, der Disco Boy. Und egal, wie der Kampf ausgeht, ich werde Disco Boy im Disco-Style auf das Thumbnail packen. Egal, ob es am Ende dann auf dem Thumbnail, also ihr seht auf dem Disco Boy dann auf dem Thumbnail, das heißt nicht automatisch, dass er abging. Selbst wenn ich komplett verkackt habe und ihn gesackt habe oder so, ich habe den Kampf noch nicht gemacht, ich kann es euch nicht sagen, Disco Boy kommt auf Thumbnail. So, jetzt habe ich es angekündigt, dann könnt ihr mir nämlich nichts sagen. So. Und ich würde sagen, das war dann das letzte Teambuilding für diese Season der GPL. Ich werde nach dem Kampf, in der Woche danach, wird irgendwann nochmal ein kleines Feedback-Video kommen zur GPL. Und das war's dann auch mit GPL für diese Season. Ja, wir sind nächste Season Liga 2. Bin gespannt, hab Bock. Ich hoffe natürlich, dass die Leute, dass ihr trotzdem weiterhin zuschaut. Würde mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, sieht man sich morgen zum Kampf. Ich bin aufgeregt. Bis dann und ciao.